fertig mit dem ersten Stück Arbeit und damit ab ins Spielfazit. Ist, glaube ich, recht kurz gefasst tatsächlich, was das Spiel angeht. Mehr der emotionale Part, glaube ich, der heute brutal wichtig ist. Dieses Feeling-Ding, dieses Lauf- und Saisonstart-Ding. Ne? Erste Halbzeit 1-1, war Gladbach auf jeden Fall näher dran an der Führung als wir. Ganz klar näher dran an der Führung als wir. Aber hatten jetzt auch keine riesen Chancen mehr als wir oder sowas in der Form. Deswegen 1-1 an sich okay. Wie gesagt, Gladbach schon spielbestimmt. Zweite Halbzeit waren wir besser. Besser reingekommen, Leistungssteigerung und eben brutal wichtig, direkt Doppelpack. Doppelschlag innerhalb von 3-4 Minuten. Rieder bockstark vom 2-1, setzt sich durch. Demirovic macht das Ding. Dann nochmal das Zweite nach der Ecke, wieder nach Rieder, Flanke, dann nach Eckball. Wieder Demirovic, 3-1. Undav trifft, Demirovic trifft doppelt. Wunderbar, richtig geil. Danach eben auch nicht mehr hergegeben. So ein, zwei Umschaltsituationen hättest du besser ausspielen können. Dann steht es vielleicht sogar noch 1-4 am Ende des Tages. Gladbach auch natürlich nochmal Gas gegeben, nochmal Druck gemacht, aber ich kann mir zumindest nichts an nichts irgendwie hundertprozentiges erinnern, was Gladbach nach dem 1-3 zumindest irgendwie hervorgebracht hätte. Vielleicht vergesse ich aber auch irgendwas. Deswegen brutal wichtig. Stehst du auf 4 Punkten nach 3 Spielen. Hätten eigentlich 6 sein müssen, weil gegen Mainz waren wir die bessere Mannschaft, hätten wir den Sieg verdient gehabt. Aber ist halt so, manchmal nicht im Fußball. Und brutal wichtig, erster Sieg in der Liga. Gutes Gefühl, Leistungssteigerung, natürlich auch nicht alles perfekt, aber Leistungssteigerung, Zagadou Comeback, Roh wieder ein paar Minuten bekommen, ne, das Thema, dass da ein paar Leute zurückkommen mittlerweile, diese Defensive dann vielleicht irgendwann wieder ein bisschen stabiler ist, weil eben auch die A11 einfach spielt, weil ich heute sagen muss, dass Chase zum Beispiel einen guten Job gemacht hat, Chabot immer alles am Abräumen da hinten, alles fein, beim 3-1 Auswärtssieg wird auch nicht gemeckert, ganz simpel. Sehr geile Nummer und eben dieses Feeling-Ding, Saisonstart-Ding ist jetzt final durch. Falls irgendwer gesagt hat, boah, hätten wir jetzt den Gladbach verloren, 1 Punkt aus 3 Spielen, schon schwierig, ne? Generell so ein schwieriges Thema, Erwartungshaltung und wie sehr denkt man aus der Sicht eines Vizemeisters oder Erwartungshaltung eines Vizemeisters, whatever. Ich glaube, die meisten VfB-Fans können schon ganz gut einschätzen, wie wir das Ganze hier angehen sollten. Aber eben ist auch das Feeling gut für Madrid. Das Spiel läuft sowieso völlig außerhalb der Liga. Wie gesagt, der Fokus ist auf der Liga. Und es ist auch richtig so, dass alles Bonusspiele. Du spielst dein Champions-League-Comeback nach 14 Jahren einfach im Bernabeu beim Champions-League-Sieger, beim Grösus. Ne? Das lief eh komplett außer Konkurrenz. Auch hätten wir heute auch verloren. Hätten die Jungs trotzdem Bock aufs Spiel gehabt. Ne? Aber so fährst du auch mit einem guten Gefühl nach Madrid. Ne? Dieser Sieg ist da. Und eben vor allem das, der Druck ist weg von der erste Sieg muss mal kommen und komischer Saisonstart und hier und da und Defensive. Der Druck ist jetzt erstmal weg, weil der Sieg ist da. Bei Gladbach, die echt gut oder ordentlich gestartet sind in der Saison, der 3-1 Sieg auch noch richtig gut. Erstmal gewonnen wieder seit 3-4 Jahren dort. Generell in den letzten Jahren sich das schwer getan in Gladbach. Alles wunderbar, auch schon angesprochen. Undav nimmt immer weiter Druck von dieser Ablösesumme runter, je mehr er trifft. Supercup jetzt hier in Gladbach. Demirovic in Freiburg getroffen, heute Doppelpack. Nimmt auch er den Druck von seiner Ablösesumme runter, falls ihn irgendwer macht. Ob sich die Spieler den Druck selber machen, keine Ahnung, ne, liegt daneben selber. Aber der ist halt schon durchaus da oder wird teilweise auch eben aufgebauscht, dieser Druck. Alles rundum super schön, super erfolgreicher Spieltag. Und so gehst du super positiv nach Madrid. Ob da was drin ist, steht auf einem ganz anderen Blatt, ist auch nochmal klar. Ich gehe auch nach Madrid. Das wird eine komplett verrückte Nummer da rund um den Dienstag. Das wird eine ganz kranke Nummer. Ich habe unsagbar Bock drauf. James Rico kam jetzt auch schon an. Wird in Madrid nicht zum Einsatz kommen, ne? Lieber neutral gebleitet sein im Heimblock und so weiter und so fort. Ne? Auch die Geschichten gingen ja letzten Tage so rum. Aber ja, wunderbar. 3-1 in Gladbach. Saisonstart mehr als ordentlich dadurch oder mindestens ordentlich. Mit dem Main-Sieg wäre es richtig, richtig ordentlich gewesen mit 6 Punkten. Und so fährst du eben richtig positiv und gutes Gefühl nach Madrid. Wie gesagt, hättest du eh schon getan, weil es ist speziell bis zum geht nicht mehr. Und es ist, egal wie es ausgeht, ja eigentlich schon irgendeine Form gefühlten Jahrhundertspiel. Ist ja einfach so ein historisches Spiel auf jeden Fall. Aber jetzt eben mit einem 3-1-Sieg im Rücken dahin zu fahren, auch wunderbar. Mal gucken, was da geht am Dienstag. Ich bin sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, das Ding heute in Gladbach.